Ah, die Reliktfriese ist ein Gewölbe. Wusste ich doch, dass hier noch ein Gewölbe sein muss. Da speichern wir sicherheitshalber mal. Sam, wie aktivieren wir die Fräse? Ich habe tiefer im Inneren eine Konsole geortet. Eine Beobachtermaschine. Wir könnten sie auf unserer Seite gebrauchen. Als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Sieht aus, als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Es ist schön, wenn Sie mal nicht versuchen, uns umzubringen. Seine Protokolle sind zwar eingeschränkt, aber Sie können ihn mit Hilfe Ihres Scanners anweisen, einfache Aufgaben auszuführen. Geht doch. Relikte. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Bleiben Sie wachsam, da kommen noch mehr. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Okay. Zeig mal her. Nur wo ist die Konsole? Als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Muss ich den ganz am Anfang jetzt holen, oder wie? Ach Mann. Jetzt muss ich wieder ganz zurück.
aus, als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Sieht aus, als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Ja, fragt sich nur, wie ich an einen komme. Ach, da ist ja eine Konsole. Und ich laufe hier wie ein Dummdödel rum. Dann komm mal her, mein Freund. Dann reparier das Teil mal. Sieht aus, als gäbe es bei diesem Interface einen Trick. Wir müssen ihn rauskriegen. Vielleicht auf der anderen Seite. Da müsste ich ja die Konsole auch repariert bekommen. Da muss nur irgendwo hier auch eine Konsole sein. Mal zwischenspeichern. Okay. Ja, irgendwelche Serverprobleme anscheinend. Naja, was soll's. Moment. Jetzt schaue ich mir mal das Ganze mal wieder an. Ah. Ich suche und suche, dabei ist das hier. Und wieder ein Port. Nur welche aktiviere ich? Jetzt habe ich herausgefunden, wie es geht. 4 oder sind es 3? Nein, sind 4. Hier sind 3, das heißt, der hier zuerst.
Okay. Objekte, für die ein Interface existiert, haben Markierungen, Pathfinder. Sie könnten hilfreich sein. Hier geht's weiter. Der ist put. Hier ist wieder eine Konsole. Hier. Ah, da kommen wir dem Ganzen schon näher. Könnte hässlich werden. Oh ja.